ist aber nicht nur schlecht, sondern bevorzugt technisch starke und schnelle Eishockeyspieler, wie sie zum Beispiel der EV Zug mit seiner Linie mit dem Oleg Petrov, dem Patrick Fischer und dem Turi Gamichel hat. Gerade gestern zum Beispiel gegen ZSC Lions hat der Patrick Fischer 2 Goal und 2 Assists können buchen. Er hält sich damit hartnäckig als einziger Schweizer in der Top 10 der Scoreliste. Und die Zuger haben heute fest im Sinn gehabt, auch auswärts im Lido vom SC Rapperswil Jona fest zu wirbeln. SC Rapperswil Jona gegen den EV Zug jetzt also mit dem Kommentar von Claude Jäcki. Für die Zuger und ihren Topscorer Patrick Fischer gab es heute vor dem Spiel erfreuliche Nachrichten. Das Zuger Stimmvolk hat nämlich dem Bau einer neuen Eishockeyhalle zugestimmt. Beflügelt spielten die Zuger aber deswegen nicht. Im Gegenteil, sie gerieten zu Beginn in Schwierigkeiten und mussten sich von den Rapperswil Jona Lakers dominieren lassen. Nach 8 Minuten dann aber eine Kontermöglichkeit für Zug mit Oleg Petrov. Foul von Büttler nicht gepfiffen, das Spiel lief weiter mit Berglund, wieder Büttler, Doppelpass und im zweiten Anlauf traf Christian Berglund zum 1:0 für die Lakers. Doppelt unglücklich für die Zuger, denn die Intervention von Büttler war nach neuer Regelauslegung 2 Minuten würdig. Ja, und dann schlug Fischer vor dem eigenen Tor an der Scheibe vorbei. Der Gegentreffer bekam den Zugern schlecht. Eine doppelte Überzahl verstrich ungenutzt und als dann die Lakers in Überzahl waren, spielte Mark Weber den Traumpass für Danny Bertschi. Dank Goalie Lars Weibel blieb's für den EV Zug beim Eintore-Rückstand. Dann eine Strafe gegen den anderen Patrick Fischer. Der Verteidiger von Rapperswil Jona musste wegen diesem Foul an Grameri raus. Powerplay-Zug mit Patrick Fischer. Pass zu Gamichel. Und der Ausgleich 1:1, 14. Minute. Die Fischer-Linie hatte also wieder getroffen. Patrick Fischer selbst spielte den öffnenden Pass. Und Turi Gamichel fand die Lücke bei Lakers-Goalie Michael Tobler. 1:1 zur ersten Pause. Die neue Regelauslegung gab auch im Mittelabschnitt zu diskutieren. Eines ist aber gleich geblieben: Für Fouls am Mitspieler gibt's keine Strafe. Nun, jedenfalls hatte Zug mehr Mühe mit der neuen Linie und kassierte 4 Strafen in Serie. Folgen hatte das? Keine. Weil auch die Lakers Mühe hatten, und zwar wie schon so oft mit ihrem Powerplay. Kurz vor Drittelsende dann Überzahl für den EV Zug. Logisch, dass Fischer und Co. auf dem Eis standen. Patrick Fischer, Turi Gamichel, Barry Richter, Tobler. Richter traf im zweiten Anlauf zum 2:1. Nach 38 Minuten lag Zug erstmals in Führung. Doch zu begeistern vermochte das Spiel auch im dritten Drittel nicht so recht. Die Fehlerquote war hoch. Am gefährlichsten blieb die erste Zugerlinie. Oleg Petrov verpasste das 3:1 und damit die Entscheidung für die Zentralschweizer. Patrick Fischer und seine Teamkollegen hatten alles im Griff, bis Lakers-Coach Bill Gilligan in der letzten Minute seinen Goalie durch einen 6. Feldspieler ersetzte. Es wurde nochmals richtig heiß. Stacey Roost hätte die Lakers beinahe noch in die Verlängerung geschossen. Es blieb beim 2:1 Sieg für den EV Zug. Verteidiger Niskala hatte den Schuss von Roost abgewehrt. Patrick Fischer hatte auch heute seine Wichtigkeit für den EV Zug unterstrichen und bei beiden Toren die Vorarbeit geleistet. Ja, das ist gleich gross wie den anderen. Ich meine, wenn die Leute die sind eher defensiv ausgerichtet. Mein Job ist eher offensiv. Die Offensive muss Goal schiessen, die Defensive muss auch ihren Job machen. Und vor allem haben wir heute einen riesigen Goalie gehabt, wo alles kratzt hat. Und somit ist wichtig, dass ich meine Leistung bringe, aber es ist wichtig, dass alle anderen auch ihre Leistung bringen. Bei aller Bescheidenheit, auf Patrick Fischer ist momentan Verlass. Er und der EV Zug gehören zu den Gewinnern des Wochenendes.